beiseite. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Path of Exiles, The Harvest. Und ich habe einen alten Trick, altbewährt. Cheat in dem Sinne, weil man es gleich zu Anfang machen kann und ein, zwei Sachen beachten muss. Und zwar, ihr stellt euch einfach einen Charakter. Den nennt ihr, keine Ahnung, Huli Dulli Dulli, was auch immer. Wir nennen das Omnigoroshi. Warum Omnigoroshi? Und zwar geht es um das sechsfach verlinkte Schwert. Dazu empfiehlt sich unter anderem die Adelstochter, weil die kann irgendwie schnell so einen Weg gehen zu Bewegungsgeschwindigkeit. Die ist relativ in der Mitte, die kommt zu vielen Slots irgendwie nah ran. Und was müssen wir machen? Also ganz wichtig, wir spielen eigentlich immer nur die Zwielichtküste. Wir spielen immer nur das erste Level. Und da ist Hillock, der erste Boss. Wir machen das jetzt einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, damit ihr das seht. Und dann währenddessen werde ich euch ein paar Sachen erzählen. Es empfiehlt sich da mindestens zwei oder drei Charaktere zu erstellen. Und sie dürfen nicht die Zwielichtküste verlassen. Also geht nicht in die Stadt. Ganz wichtig. Das ist das A und O. Sonst funktioniert das gar nicht. Sonst funktioniert das nicht. Das ist ganz wichtig. So, wenn die Zwielichtküste dann endlich mal geladen hat, nach 4000 Jahren auf der PlayStation Pro, wo wir das Ganze spielen, legen wir los. Also, ihr spawnt ganz normal. Macht einmal das Tutorial. Das kennt ihr ja auch so. So. Oh, das ist so geil. Krass, auch wenn man überlegt, wie man am Anfang hier rumpimmelt und später dann da durch die Horden rennt. Also die Adelstochter spiele ich persönlich jetzt so nicht, aber hier empfiehlt sie sich, weil sie halt wirklich schnell auch hier mit diesen Dingern ganz geil vorankommt. Und ihr könnt aber jeden Charakter nehmen, das ist völlig Wurst, welchen ihr da nehmt. Lauft ihr einfach, klärt immer die Zwielichtküste. Und das Ganze müsst ihr mindestens bis Level 5 machen. Ab Level 5 ist nämlich die Möglichkeit. Gehen wir jetzt, warte, pass auf. Ich will, dass ihr das seht, weil einfach nur erzählen ist halt bei Path of Exiles gerade für Leute, die heute anfangen zu spielen in der neuen League oder was auch immer. Kann das verwirrend sein. Das ist auch garantiert, wenn Hillock erscheint. Und zwar erscheint Hillock ja immer. Aber Hillock kann overpowered erscheinen. Und zwar brennt der Jugendmann dann. Und sein Schwert, was in seinem Körper steckt, also hier in seiner Brust, das leuchtet. Und die verbraucht abnormal viel Mana. Und wo war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall erstmal ein bisschen reinleveln, ein bisschen Monster töten, kennt man ja. Und das Ganze nimmt dann erst Fahrt auf, wenn ihr mindestens Level 5 seid. Weil dann hier der Kollege, der hier ist, rot leuchtet und dann das Omnigoroshi in seinem Körper steckt. Das Omnigoroshi ist immer ein sechsfach, sechs gesockelt, sechs linkfach, ist ja klar, Item. Oh. Und ja, alle Anfang ist schwer. Wenn ihr jetzt Level 3, Level 4 seid, dann geht das auch schon viel flotter. Auf jeden Fall hält er viel mehr aus. Ne? Also es wäre schon ganz geil, wenn das ein oder andere Item dann auch mal hier droppt. Also ein Level 2 hätte mir auch richtig gut getan. Statt jetzt hier so. Und ich habe keine Tränke. Geiles Ding. Perfektes Video. Perfektes Video für YouTube. Also so sollte man es nicht machen. So sollte man es definitiv nicht machen. Naja, und auf jeden Fall braucht ihr einen zweiten Charakter. Dafür meldet ihr euch ab. Warum einen zweiten Charakter? Weil ihr natürlich immer das Gebiet neu laden müsst. Haben wir natürlich jetzt auch extra gemacht. Kann natürlich immer passieren. Nee. Also macht zwei Charaktere, dann könnt ihr nämlich immer switchen. Und was ist jetzt los? Warum nimmt er den nicht? Manchmal, ich verstehe mich gar nichts. Also habt ihr verstanden? Zwielichtküste, nach Hillock nur den Loot einsammeln, beenden, nächsten Charakter. Weil anderthalb Minuten dauert das, bis die nächste Instanz lädt. Wenn ihr ein bisschen Glück habt, findet ihr vielleicht auch ein Legendary. Ich habe jetzt
da, wo ich das gemacht habe. Ich habe leider die Aufnahme nicht. Das dauert auch. Also das ist nicht... Also es kann sofort passieren ab Level 5. Einige haben Glück. Einige haben Glück. Aber in der Regel dauert das schon so seine 2-3 Stündchen pro Charakter. Dann könnt ihr 2-3 farmen. Bei einigen dauert das 10 Stunden. Bei einigen dauert 10 Minuten. Also das ist halt random, wann das passiert. Die haben das auch genervt, glaube ich. Vorletzte League hatte ich da was zugelesen. Früher ging das viel leichter. Es geht aber immer noch. Und die Dinger sind am Anfang der League, Alter, 4-5 Exalted wert. Gerade jetzt, wo Feuer und die ganzen Sachen wirklich hoch im Kurs sind und viele mit so einem Bild spielen, Tectonic Slam, was auch immer, ist das sogar eine Endgame-Waffe. Und gleich am Anfang 6 Link zu haben, wie eine Tabula Rasa, ist sick. Ist sick. So, und für viele Mini-Builds ist das auch eine geile Waffe zum Spielen. Deswegen macht das. Klärt hier schön. Und dann viel Glück, viel guten Loot wünsche ich euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten da. Sterben kann jeder. Bitte, ne, da jetzt hier nicht den großen Kommentarzyklus draus machen. Ansonsten kommt doch mal zu Twitch. Dann können wir live vielleicht sogar zusammen spielen. Vince Jordan Official. Einfach eingeben. Seht ihr ja auch hier in der Maske. Unten nochmal verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis später. Einmal töten wir jetzt nochmal Hillock. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen hier. Das geht gar nicht. Also, wenn, dann müssen wir nicht auch Hillock töten. Jetzt sind wir hier im Lappen-Noob-Status. Das können wir nicht ertragen. Geil. Kein Mana. Hauen wir so drauf. Das kann ja, Neo, das kann ja was werden hier. Ich sag euch das, Alter. Ja, 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 ja. So, Leute. Ja, ab Level 2, ab Level 3 geht das natürlich leichter. Und dann läuft das Ganze auch viel besser. Hätten wir vielleicht mal ein paar Monster töten sollen, ne? Dann wäre das alles auch viel leichter geworden. Wenn ihr dann die erste Rüstung, den kleinen Helm hat, ein-, zweimal Hillock getötet habt, dann kommt ihr auch schön im Flow rein. Und dann sieht die Welt schon ganz, ganz anders aus. Und habt den ersten Punkt. Ja, mehr Schaden, dann geht das schneller. So, so macht ihr das. Ganz einfach. Und jetzt nicht in die Stadt gehen, ganz wichtig, sondern einfach beenden. Den neuen Charakter wieder auswählen. Und das Ganze von vorne, das wiederholt ihr. Bis dann, haust rein. So, Ende, over, out.